Hey Leute, Coach Steffi und heute erkläre ich euch, wie ihr zu eurem allerersten Klimmzug kommt. Ich weiß, wir haben viele Anfänger hier auf dem Kanal, die die Workouts sehen, Workouts mitmachen, vielleicht eins meiner Programme daheim durchziehen und da sind nun mal Klimmzüge drin. Ohne Klimmzüge geht's nicht. Wenn ihr keine Klimmzüge könnt, dann könnt ihr euren Rücken, euren Latissimus mit dem eigenen Körpergewicht nicht trainieren. Ist so die Königsdisziplin für die Rückenmuskulatur, ist nun mal der Klimmzug. Und damit ihr nicht, wie soll ich sagen, enttäuscht seid von eurer eigenen Leistung, gebe ich euch heute eine Step-by-Step-Schrittanleitung, einfach ein roter Faden, den ihr abarbeiten könnt, bis ihr dann irgendwann den ersten Klimmzug könnt. Wir fangen auch gleich an und bevor wir loslegen mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Punkt, unbedingt Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt. YouTube, die sind halt so mit dem Algorithmus. Macht die Glocke, dann kriegt ihr auch die Videos von daher. Wenn ihr gedrückt habt, fangen wir an. Schritt Nummer 1, für absolute Anfänger, wo nicht mal einen halben Klimmzug hinbekommen, wo sich nicht mal an der Stange lange halten können, also wenn ihr wirklich ganz, ganz am Anfang seid, dann ist der Tipp für euch. Und zwar machen wir Australian Pull-Ups. Das ist eine Vorübung für den Klimmzug. Ihr braucht dazu eine Kante, wie jetzt hier diesen Dipbarren, vielleicht auch daheim, wenn ihr einen stabilen Tisch habt, zwei Stühle oder ein Geländer draußen auf dem Spielplatz, vielleicht Calisthenics Park irgendwo, dann nehmt ihr hier einen breiten Griff, Obergriff, haltet ein bisschen Körperspannung und zieht euch hier hoch, runter, hoch, runter und arbeitet hier, ja, Luft raus, langsam runter, konzentrisch, Luft raus, hoch und exzentrisch, ablassen, langsam runter und macht hier eben einfach so viele Wiederholungen, wie ihr könnt, dann kurz Pause, 60 bis 90 Sekunden und dann nochmal und nochmal. Also drei Sätze hintereinander, schön regenerieren, locker, damit ihr wieder Kraft habt für den nächsten Satz. Und das könnt ihr auch so ein bisschen schwieriger machen, indem ihr nicht gerade geht, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, sondern indem ihr so den Hintern so ein bisschen runternehmt, dann merkt ihr, ihr habt ein bisschen mehr Last auf den Armen und es kommt auch der Bewegung eines Klimmzugs ähnlicher, einfach weil ihr den Winkel so ein bisschen verändert. Falls ihr jetzt daheim keinen Dipbarren habt oder keine Kante, vielleicht habt ihr einen Slingtrainer, hier TRX, dann könnt ihr auch hier natürlich rudern, indem ihr euch hier reinhängt, auch wieder Körperspannung und dann hier zieht, langsam runter, ziehen, langsam runter und hier arbeitet. Klar, es ist eine Ruderbewegung. Es ist nicht der vertikale Zug von oben. Aber um einen Klimmzug zu können, muss euer allgemeines Fitnesslevel natürlich auch passen. Ihr müsst allgemein kräftiger werden und da hilft euch so eine Vorübung. Kann natürlich sein, ihr seid schon fit, dann könnt ihr Schritt 1 auch überspringen und direkt mit Schritt 2 weitermachen. Und hier brauchen wir eine Klimmzugstange und machen die sogenannten Scapular Push-Ups. Scapula ist das Wort für Schulterblatt und wir arbeiten bei dieser Variante eben mit dem Schulterblatt, indem wir einmal die Klimmzugstange greifen und dann einfach nur die Schulterblätter, die Schultern hochziehen, runter, hochziehen, runter. Und wir arbeiten nur hier und üben diese Bewegung. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sieht. Und hier wird gearbeitet. Das hat mehrere Hintergründe, warum wir das machen. Der erste Grund ist, ein bisschen Griffkraft trainieren. Guckt, dass wenn ihr die Stange greift, hier im Obergriff, ein bisschen breiter als schulterbreit, dass ihr die Finger rund nehmt und dann den Daumen auf Zeigefinger und Mittelfinger drückt. Dass ihr hier optimal den Griff habt und nehmt euer Handgelenk an der Stange ein bisschen eingedreht. Ja, dass ihr so hängt. Dann habt ihr auch den Unterarm drin. Könnt mal den Finger hier drauflegen, Unterarm spannt an. Also nicht nur so greifen, sondern den Daumen rum, Handgelenk drehen und diesen Griff üben, damit ihr die Griffkraft habt, um auch da erstmal hängen zu bleiben. Als nächstes, wenn ihr den Klimmzug später machen wollt, ist die Initialbewegung eben hier Schulterblatt. Der Latissimus, der den Klimmzug macht, hat die Funktion, den Arm zum Körper zu führen. Und genau das fängt eben mit der Schulterbewegung an. Viele machen den Fehler, dass die Klimmzüge nur aus den Bizeps machen. Natürlich schwierig, wenn da so ein 80 Kilo nasser Sack dran hängt und jetzt mit den Armen gezogen werden will. Dann müsst wirklich die Brust raus und mit den Schulterblättern ziehen, damit auch der Rücken aktiviert wird. Und das ist die zweite Übung, die Vorübung. Auch hier, so viele wir gehen, drei Sätze, 60 bis 90 Sekunden Satzpause. In Schritt Nummer 3 geht es dann natürlich an die ersten Klimmzüge ran. Und normalerweise bin ich kein Freund von halben Wiederholungen, aber wenn es nun mal nicht anders geht, ist es immer besser, als gar nichts zu machen. Und man sagt ja auch, Übung kommt von Üben. Und wenn ihr es nicht übt, dann könnt ihr die Übung irgendwann auch nicht. Von daher fangen wir jetzt an mit den ersten Klimmzügen. Und das beginnen wir im Untergriff. Untergriff bedeutet, ihr greift die Stange so, dass die Handflächen zum Gesicht zeigen. Ihr greift quasi von unten an die Stange, deswegen Untergriff. Ist leichter, weil der Bizeps mehr arbeitet. Heißt, wir gehen von hier hoch, ungefähr schulterbreit.
und ziehen uns idealerweise mit Bauchspannung, Körperspannung hoch, runter. Schultern mitnehmen, hoch, runter. Und wenn das gar nicht geht und ihr hier unten hängt und irgendwie nicht wirklich hochkommt, dann nehmt ihr bitte Schwung. Und ihr geht so weit hoch, wie ihr könnt und wieder runter. Geht so weit hoch, wie ihr könnt mit Schwung und wieder runter. Und macht hier eure Halben. Weil ihr müsst einfach lernen, euch hochzuschießen, mit der Körperspannung zu arbeiten, den Bauch anzuspannen, nicht die Luft anzuhalten, sondern zu atmen. Und dann wieder nach und nach. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr jetzt zwei Halbe oder drei Halbe schafft. Das wird von Mal zu Mal besser. Ihr müsst es eben üben, wie vorhin gesagt. Als nächstes, wenn ihr den schon so einigermaßen könnt, oder ihr sagt, pass mal auf, ich will es gleich richtig lernen, weil eigentlich geht der Klimmzug so im Obergriff, dass ich von oben von der Stange greife und hier den Rücken drin habe und den Bizeps ein bisschen mehr ausschalte, dann könnt ihr das auch so machen. Ja? Also ein bisschen breiter und dann hier halbe, so hoch wie es geht. Bei den meisten sieht es dann irgendwie so aus. Aber wirklich hier arbeiten und idealerweise schafft ihr vielleicht schon einen Klimmzug, den zweiten. Und dann beim dritten kommt er irgendwie vielleicht nicht ganz hoch. Im Englischen ist übrigens, da heißt dieser hier Pull-Up, ist der Klimmzug. Und der hier ist der Chin-Up, weil ich hier mein Kinn über die Stange bekomme und so aufgrund der Bewegung in der Schulter eben nicht. Deswegen Pull-Up, Chin-Up. Das ist Tipp Nummer 3. Einfach machen, was geht. In dieser Phase macht es vielleicht auch Sinn, mit einem Widerstandsband als Unterstützung zu arbeiten, dass ihr eben nicht die vollen 80 Kilo Körpergewicht hochziehen müsst, sondern nur 60, weil das Band euch 20 abnimmt und ihr so ein paar Reps beisammen bekommt, die Technik besser üben könnt und vielleicht auch schon mal den Lat ansteuern könnt. Ihr macht das einmal oben rum und macht es dann bitte um euren Fuß. Ja, also hier nicht das Knie, weil sonst zieht es euch in eine Seite, sondern um euer Fuß. Höpp, einmal hoch. Ansonsten die Technik bitte beibehalten, entweder die Füße nebeneinander oder den zweiten Fuß auch rein, dass es auch schön gerade hochzieht und euch nicht zur einen Seite verzieht. Und dann macht ihr hier eure Wiederholungen und das Band hilft halt mit. Die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Manche schießen euch fast durch die Decke, weil die so straff gespannt sind. Manche helfen euch dann wirklich nur ein bisschen mit. Also so ein Band könnte auch Sinn machen, wenn ihr dann irgendwann mal besser werden wollt. Kommen wir zu Schritt Nummer 4 und jetzt seid ihr vielleicht schon so weit, dass ihr 3 Klimmzüge, 5 Klimmzüge komplett hinbekommt und dann kommt ihr irgendwie nicht weiter. Und genau jetzt macht es Sinn, solche genannten Pull-Up-Holds einzubauen, wo ihr den Klimmzug oben einfach pausiert und haltet. Ich zeige euch, was ich meine. Ja, ihr macht eure Klimmzüge, 1, 2, jetzt der dritte wird schon schwieriger und jetzt haltet ihr einfach nur. Oben halten und versucht jetzt hier natürlich so ein bisschen zu atmen, Körperspannung zu halten und das so lange, wie es nun mal geht. Bei der vorletzten, letzten Wiederholung oben freeze. Und versucht bitte, solange ihr haltet, die Brust raus, Schulterblätter nach unten ziehen, Bauch anspannen, also oben quasi eure Technik zu korrigieren. Denn jetzt könnt ihr nochmal spüren, was arbeitet eigentlich gerade? Ziehe ich zu viel aus den Armen? Da merkt ihr das, wenn ihr es haltet. Ihr habt oben jetzt die Möglichkeit, nochmal wirklich boom, boom, die Gelenke einzustellen, anzuspannen, zu gucken, bin ich eigentlich richtig oder schwinge ich hin und her, weil mein Rumpf zu schwach ist, muss ich den Bauch anspannen, die Füße weiter nach vorne nehmen. Das sind die Pull-Up-Holds. Plus, es ist natürlich fucking anstrengend. Also wenn ihr 5 Klimmzüge, 4 Klimmzüge könnt, baut die Pull-Up-Holds ein, immer kann schon nicht mehr reden, am Ende eures jeweiligen Satzes. Schritt Nummer 5, jetzt geht's an die Arbeit. Vorher war Üben, jetzt ist Training. Ihr könnt nichts trainieren, was ihr nicht könnt. Also müsst ihr es üben, bis ihr es könnt, damit ihr es trainieren könnt. So ist die Reihenfolge. Und wenn ihr jetzt bei Schritt 5 angelangt seid, dann solltet ihr schon 6, 7, 8, 9 Klimmzüge hinbekommen, dass es so ein voller Satz im Hypertrophiebereich ist. Und dann wird gearbeitet und zwar wie immer an der Technik. Ihr geht hoch, guckt, euer Griff, Handgelenke sind richtig, ich habe die Füße zusammen, Körperspannung, schwinge nicht hin und her und ziehe mich dann kontrolliert, Brust raus, hoch, runter, hoch. Und achte dabei darauf in Schritt 5, dass ich auch die volle Range of Motion mitnehme, dass ich ganz runter gehe und wirklich hier, Initialbewegung, Arme machen mit, runter und dann Stretch aus der Schulter. Wieder hoch und wieder ganz runter. Denn viele neigen dazu, einfach mehr zu wollen, zu schnell zu viel zu wollen und dann wieder halbe machen, wieder mit Schwung arbeiten, ist nicht mehr. Ihr könnt es jetzt
Jetzt zählt die Technik. Jetzt zählt die volle Range of Motion. Jetzt ist nicht mehr, ich mache Schwung für mein Ego, dass ich 10 schaffe. Jetzt ist wirklich, du kannst es, du kannst die Technik, du hast die Kraft. Jetzt arbeite, dass du aufs nächste Level kommst. Und da ist dann keine Zeit mehr für Kindergarten. Falls ihr denkt, das Video ist vorbei, weil ihr jetzt schon Klimmzüge könnt, weit gefehlt, ihr habt keine Ahnung. Schritt Nummer 6, Variationen. Angenommen, ihr schafft 12, 15, 20 Klimmzüge, dann seid ihr nicht mehr im Hypertrophiebereich. Wir wollen ja weiterhin Muskeln aufbauen. Also müssen wir auf die nächste Stufe und das sind Variationen. Ich mache nicht nur mal einen Standardklimmzug, sondern ich überlege, was kann ich noch machen, um die Übung schwieriger zu machen. Und da könnt ihr beispielsweise hochgehen, bisschen breiter greifen und anstatt gerade hoch, geht ihr nach links, runter, nach rechts, runter. Oder ihr könnt das Ganze kombinieren, nach links, oben rüber, rechts runter. Also wie so einen schönen Kreis und hier arbeiten. Oder andere Möglichkeit, geht auf der einen Seite hoch und macht hier Schritte rüber, Schritte zur anderen Seite und macht die sogenannten Typewriter Pull-Ups. Also ihr könnt auch bei den Variationen kreativ sein, denn beim Bodyweight Training eine Möglichkeit zur Steigerung ist unilaterales Training. Statt mit beiden zu ziehen, nur eine Seite, weil dann hat diese Seite schwieriger, hat mehr Intensität und geht dann zur anderen Seite. Und auch das muss man üben. Ich muss kurz atmen. Und wenn ihr dann fit genug seid für 15 normale Klimmzüge, schafft ihr auch davon 3 oder 5. Und dann geht es von Neuem los. Dann müsst ihr bei denen auch bis 10 kommen und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich kein Ende, es geht immer weiter nach oben. Wir sind noch nicht fertig. Schritt Nummer 7, wir machen genau dasselbe, nur mit Gewichtsweste. Ist nochmal ein Unterschied, ob ich 10 Kilo mehr auf meinem Brustpanzer geschnallt habe und dann Klimmzüge mache, als wenn ich einfach nur mit meinem eigenen Körpergewicht trainiere. Von daher, wieder selbes Spiel von vorne, mit 10 Kilo extra und machen jetzt hier wieder Klimmzüge. Und gucken mal, wer hier wieder 10 Stück, 15 Stück hinbekommt. Und wenn ja, dann geht's eben weiter. Gehen wir hier links, rechts hoch und arbeiten hier an den Variationen. Muskelaufbau lebt von steigender Intensität. Nicht mehr Reps, das ist Umfang. Muskelaufbau ist Intensität, also wenig Wiederholungen, Hypertrophiebereich, Muskelaufbau. Und wenn ihr euch für eine Gewichtsweste interessiert, dann nehmt die hier. Ist die Sigo 3D von Superfit, ist auch gleichzeitig der Sponsor vom heutigen Video. Muss kurz atmen, mit der Gewichtsweste ist auch schwierig zu atmen, was das Training noch mal ein bisschen härter macht. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren ein paar Gewichtswesten getestet und das ist quasi das Modell geworden, für das wir uns entschieden haben. Haben wir fürs Fitnessstudio 20 Westen für die Jungs gekauft, weil einfach die Preis-Leistung stimmt. Ihr müsst bei so einer Gewichtsweste darauf achten, dass sie eben nicht kaputt geht nach dreimal benutzen, dass sie aber auch passt, nicht verrutscht, gerade wenn ihr hochspringt oder irgendwelche Liegestütze, Climbers macht, wo ihr eben viel Bewegung drin habt, dass sie schnell und einfach zum Anziehen, Ausziehen ist, dass man die Platten rausnehmen kann, waschen kann. Und falls ihr euch mehr über dieses Video zu diesem Thema interessiert, Gewichtswesten, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke es euch unten, zieht es euch auf jeden Fall rein, wenn ihr hier euch überlegt, eine Weste zu kaufen. Das war's für heute. Ihr habt jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu eurem ersten Klimmzug und sogar, wie es danach noch weitergeht. Genau mit dieser Methode könnt ihr jetzt meine Workouts hier auf YouTube machen oder mein Hybrid-Trainingsprogramm. Wir richten uns da auch immer nach dem Stärksten, nach dem Härtesten und Anfänger benutzen einfach Alternativen, bis sie eben so fit sind. Das Training ist anstrengend, du wirst an deine Grenzen kommen. Das ist Sinn der Sache. Ist das Training so einfach, dass du es ohne Probleme hinbekommst, dann ist es laut Definition auch kein Training. Du musst ja einen Reiz setzen und dazu musst du eine gewisse Reizschwelle überschreiten. Und genau das machst du, wenn du Übungen machst, die eigentlich zu hart für dich sind und du wandelst sie einfach ab, dass sie leichter werden, damit du eben Einstieg findest. Gib mir mal gerne Feedback in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Video? Bei welchem Schritt seid ihr gerade? Wie viele Klimmzüge bekommt ihr gerade hin? Einfach mal unten reinschreiben und ansonsten, wie gesagt, ihr findet den Link zur Weste in der Infobox. Hybrid-Trainingsprogramm, 8 Wochen, Bodyweight und Gym kombiniert und in der Infobox. Ansonsten Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.